So, irgendwo hier sollten sie eigentlich sein. Ich weiß nicht, wahrscheinlich dahinter. Guck trotzdem mal eben von hier oben. Nee, da drunter, so wie es aussieht. Aber da kann ich runterlaufen, das ist gut. Oh, sieht das schön aus da hinten. Ja, ich schätze, der hat auch damit zu tun. Ich kann nicht mehr. Ich bin nur mit Mühe und Not entkommen. Zuerst meinte Severin, er würde uns zu einem Saufgelage führen. Also bin ich mit. Aber der Halunke hat vor, uns an eine Piratenbande auszuliefern. Meine Freunde sind immer noch in Gefahr. Bitte hilf ihnen. Genau. Renn du mal einfach weiter. Ich mach das schon alles alleine. Ich bin ja nicht so feige wie du. Greifen die uns jetzt an? Nee. Wasserhexagon. Ich gucke aber trotzdem mal eben. Nee, die Blitze brauche ich. Okay, gut. Sonst hätte ich das nämlich auf dem Rückweg noch gemacht und dann rausgeschnitten. Aber es sind immer wieder die gleichen Vollpfosten, die auf den reinfallen. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Selbst mit meiner Axt konnte ich nichts ausrichten. Weiter unten im Tal sind noch mehr von uns. Rette sie. Okay. Der hier steht im Licht. Ach, der Kleine wieder. Kämpfe ich jetzt mit Severin zusammen? Du gehörst nicht zu dieser Sklavenhändlerbande, oder? Severin, er hat gekämpft, damit wir fliehen konnten. Bitte, hilf ihm. Oh, fuck, ich hab's geahnt. Wahrscheinlich werde ich wieder sterben. Es war beim Original, also bei meiner alten Main genauso. Beim zweiten Mal bin ich direkt gestorben, weil da so viel Wind kam. Du bist und bleibst da so ein Verräter. Stimmt doch, Severin, oder? Gerade saß der doch alleine da. Erst schleichst du dich im Schatten der Nacht davon, ohne dich von deinen Freunden zu verabschieden. Und dann brichst du auch noch dein Versprechen, uns im Austausch für dein Leben ein paar fähige Seemänner vorzustellen. Fischfutter bist du. Genau, ich hab den Killerblick. Jetzt hast du also auch noch eine Abenteurerin mitgebracht. Kannst du denn gar nichts alleine, du Muttersöhnchen? Kannst du? Die Fische können sich auf ein Festmahl freuen. Ich hoffe, der beobachtet mich jetzt nur. Zürnende Stimme der Schöpfung. Erfülle diese Steine mit deiner Seele und erwecke sie in deinem Angesicht zu leben. Kämpfe ich nur gegen die Steine oder kämpfe ich auch gegen die anderen? Das ist das Problem. Okay, der haut ab. Das ist immer gut. Komm her, du Räudiger. Wo bist du? Da. Du räudiger Lehmgolem. Okay, ich muss dazu sagen, mit der Druidin hatte ich auf jeden Fall Hilfe. Solange der jetzt keine großen Angriffe macht, wonach es mich aussieht. Okay, machte doch. Nein, ich wollte dich doch gar nicht hören. Hallo? Sollst du auch mal? Was war denn das gerade? Soll der nicht dumm in der Gegend rumgucken, sondern rauslaufen?
Niemand darf dem Golem das Leben nehmen. Niemand außer mir. Bam! Nimm das, Golem. Verpiss dich. Ha! Das war zum Glück nicht der schwere Boss. Dass der Golem besiegt werden konnte. Diese Frau ist keine gewöhnliche Abenteurerin. Hä? Ach, die schon wieder. Hi. Ist der mir wieder entwischt? Hauptsache, dir ist nicht zugestoßen. Oh Gott, die Böse. Piraten. Zu welcher Bande sie wohl gehören? Ob sie mit den wilden Stämmen unter einer Decke stecken? Die wilden Stämme benehmen sich in letzter Zeit sehr merkwürdig. Es ist schwer abzuschätzen, was sie vorhaben. Sahagin und Kobolde sieht man immer häufiger. Irgendetwas Großes geht da vor sich. Sie haben doch nicht etwa vor, eine Primäe zu beschwören? An diese Möglichkeit will ich gar nicht denken. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Der Meeresspiegel steigt, obwohl wir Ebbe haben. Und so hell scheint er doch sonst nicht am helllichten Tage. Der Meeresspiegel? Seit der Mond Dalamut sein Gesicht zu verändern beginnt, hat sich auch hier unten auf Hydali in allerhand verändert. Es ist genauso gekommen, wie Louis Sox vorhergesagt hat. Das Gleichgewicht der Gestirne ist gestört. Was nie entstehen sollte, wird sich nun manifestieren. Die Primäe. Oh Leute, hört doch bitte mit dem Flackern auf. Das tut echt weh im Kopf. Eine große, alles vernichtende Katastrophe steht bevor. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um zu retten, was uns lieb ist. Aber genau dafür kämpfen wir. Dafür sind wir aus Schalayan gekommen. Das Gerät funktioniert fabelhaft. Ich kann die Ätherströme ganz deutlich sehen. Eine der vielen technologischen Errungenschaften aus Schalayan. Hallo, du da mit der Brille. Hä? Oh, wie süß. Hier, für dich. Hast du auf das Meer hinausgeschaut? Der Mahlstrom weiht heute die neuen Übungsplätze ein. Es wird bestimmt ein schönes Fest. Bedank dich bloß nicht. Das sieht ja schon irgendwie bescheuert aus. Eine Störung im Ätherstrom. Gerade eben. Etwas muss in der Nähe der Klerkgrotte geschehen sein. Du kannst froh sein, dass du noch am Leben bist. Kannst du aufstehen? Nee, ich stehe doch. Achso, ich dachte gerade schon. Ich bin's. Ja, aber er ist mir entwischt.
Verstanden. Ich werde es Kommandant Rainer ausrichten. Du warst nicht ansprechbar. Ist jetzt wieder alles in Ordnung? Noch weiß ich nicht genau, was hier vor sich geht. Aber der Junge hat mir ein paar Einzelheiten erzählt. Die Piraten hatten einen Krieger ohne Blut in ihrem Dienst. Ein Golem. Toll, der liegt ja auch nur neben mir. Golems sind keine normalen Lebewesen. Es bedarf komplizierter Magie, sie zum Leben zu erwecken. Nichts, was gewöhnliche Piraten zustande bringen könnten. Dieser blau tätowierte Pirat bekommt Hilfe von den Sahagin. Ich werde später genauer untersuchen, was es damit auf sich hat. Ich kehre jetzt zu ihm zurück. Mit ihm zurück. Kehre du auch zu den Sommerfurthöfen zurück und berichte Stelwürn von den Ereignissen. Lass nichts aus. Ach, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Ishtola. Ich erforsche die Ätherströme in dieser Region. Sehr erfreut. Vielen Dank. Ohne dich wäre ich jetzt Fischfutter. Ich schulde dir eine Erklärung. Aber lass uns erst von hier verschwinden. Ich erkläre dir alles auf den Sommerfurthöfen. Du bist doch nicht etwa... Ach, schon gut. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Okay, dann laufe ich jetzt mal zurück. Bin ich hier jetzt eigentlich hergekommen? Doch. Dann laufe ich jetzt mal zurück und schalte euch gleich wieder hinzu, wenn ich mit dem unaussprechlichen Namen Stelwürn spreche. Bis gleich. So, mal schauen, was er zu sagen hat. Ich habe da so eine Ahnung, weil, wie gesagt, die diese Hauptquests doch sehr, sehr ähnlich sind. Sind zwar andere Hintergrundgeschichten, wie jetzt hier mit den Piraten beispielsweise. Wir haben natürlich kein Piratenvolk gehabt bei den Druiden, aber von der Geschichte her sind sie halt sehr, sehr ähnlich. Gameplayerin, da bist du ja wieder. Bist du auch unverletzt? Ishtola hat den Schuft hier abgeliefert. Ich habe von deinem heldenhaften Kampf gegen den Golem gehört. Alle Achtung. Aber was hatte das alles zu bedeuten? Severins Gesellen sind zurückgekehrt, aber sie waren so verschreckt, dass aus ihnen kaum etwas herauszubekommen war. Herr, es ist alles meine Schuld. Ich werde alles erklären. Ich war einst bei den plündernden Schlangen. Die plündernden Schlangen? Die stehen im Dienste der Sahagin, nicht wahr? Eine hinterhältige Piratenbande ist das. Die plündernden Schlangen sind in Limsa Luminsa geächtet. Ihr Anführer hat sogar einen Pakt mit den scheußlichen Sahagin geschlossen. Vor ein paar Jahren begannen sie, Bürger der Stadt zu entführen und in den Dienst der Piraten zu zwingen. Mir wurde die Sache zuwider und ich wollte die plündernden Schlangen so schnell wie möglich verlassen. Aber so einfach ist das nicht. Sie lassen keinen gehen. Also bin ich bei einer günstigen Gelegenheit geflohen. Ich habe meinen Namen geändert und bin hier in den Sommerfurthöfen niedergelassen. Aber sie haben mich gefunden. Auf Verrat steht die Todesstrafe, drohten sie mir. Es sei denn, ich würde ihnen helfen, neue Mitglieder anzuwerben. Entführen heißt das im Klartext. Das war es, was in dem Brief stand. Ich hätte mich nicht darauf einlassen sollen, aber ich hatte solche Angst um mein Leben. Severin, letztlich hast du dich eines Besseren besonnen, oder nicht? Deine Gesellen haben mir gesagt, dass du dich den Piraten entgegengestellt hast, dass du ihnen zur Flucht verholfen hast. Aber ich war kurz davor, sie auszuliefern, an eine mörderische Piratenbande. Herr, es tut mir leid, aber ich werde die Sommerfurthöfe verlassen. Ich stelle mich den Gelbjacken. Du musst tun, was du für richtig hältst. Aber vergiss nicht, auf den Sommerfurthöfen ist immer Platz für dich. Komm zurück, wenn du mit dir im Reinen bist. Herr Stelwürin, wie kann ich euch danken? Ist der jetzt noch hier? Nee, der ist schon abgehauen. Okay. Das hast du wirklich fabelhaft gemacht. Und du hast dein Leben für uns riskiert. Ich muss mich bei dir bedanken.
Da fällt mir ein, kannst du mir von dieser Sache noch einen letzten Gefallen tun? Erzähl Baderon, was hier vorgefallen ist, besonders was Hefrins Sinneswandel angeht. Baderon hat einen gewissen Einfluss bei den Gelbjacken. Vielleicht kann er ein gutes Wort für Sevrin einlegen. Ich glaube, er hat eine zweite Chance verdient. Das meine ich. Was ist das für ein komischer Grafikfehler? Du hast so viel für uns getan. Das werde ich dir nicht vergessen. Okay, wenn ich jetzt noch weiß, mit wem ich wo sprechen muss. Ach so, da muss ich ja wieder komplett zurück. Ja, zu untere Decks möchte ich... Ach so, da oben ist ja einer. Stimmt. Untere Decks heißt das. Moment, dann teleportieren wir uns doch mal eben ganz schnell dahin. Wenn das denn klappt, weil ich hatte ja schon mal... Nee, da habe ich nämlich jetzt genau das Problem, dass ich von hier aus nicht teleportieren kann. Ich weiß nicht, wieso. Ja, ich würde sagen, ich laufe da mal eben hin und wir sehen uns dann gleich wieder. Ach, zu dem müssen wir, okay. Hi. Das ist ja mal eine starke Geschichte. Und das auf dem friedlichen Sommerfurthöfen. Und die Sache mit diesem Severin kannst du getrost mir überlassen. Ich spreche mal mit meinen Freunden bei den Gelbjacken. Und du, aus dir ist in der Zwischenzeit ja eine richtige Abenteurerin geworden. Dann spricht auch nichts mehr dagegen, dass du hier in den Ertränkensorge ein Gästezimmer mietest. Abenteurer sollten darauf achten, immer gut ausgeruht zu sein. Sprich doch mal mit Mythesyn, der kann dir alles erklären. Dann hätte ich noch was. So eine zuverlässige Abenteurerin, wie du es bist, sollte sich mal an Freibriefe versuchen. Diese Aufträge werden von den Gilden an Abenteurer vergeben. Eine gute Gelegenheit, etwas Geld zu verdienen und Erfahrung zu sammeln. Sprich doch mal mit Tmokri hier in der Hafenbar. Sie wird dir alles weitere erklären. Tja, dass die plündernden Schlangen mit Entführung und Sklavereihandel zu tun haben, das wird das ohnehin gespannte Verhältnis zwischen Admiral Merlwyp und den Piraten weiter belasten. Egal ob Pirat oder nicht, wir sind alle Limser und wir sollen zusammenhalten, anstatt uns gegenseitig zu bekämpfen und zu misstrauen. Es kommen raue und stürmische Zeiten auf uns zu und wenn die Mannschaft nicht wie ein Mann zusammensteht, werden wir kentern. Aber für heute hast du genug geleistet. Sprich mich an, wenn dir wieder der Sinn nach Abenteuer steht. Ich weiß immer, wo man was erleben kann. So, eine Laienhandvoll. Ja gut, die ist natürlich schon besser, aber die sieht so scheiße aus. Jetzt mal ohne Mist. Ich nehme lieber das Geld. Ich möchte diesen schicken Hut behalten. So, dir stehen ab sofort Inhaltsempfehlungen zur Verfügung. Diese empfehlen dir je nach Stufe, Klasse und aktueller Region Inhalte, die du spielen kannst. Du kannst die Inhaltsempfehlungen über das Hauptmenü aufrufen. Sie werden dir außerdem beim nächsten Einloggen angezeigt. Nutze die Empfehlungen für ein noch größeres Abenteuervergnügen. Ich denke mal, der redet jetzt über Freibriefe. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich wollte gerade sagen, gerade war es noch grün, jetzt kann ich es nicht mehr anklicken. Was ist das denn jetzt? Auf zum Himmelszug? Ja, Stufe 10. Warum das jetzt grün war? Keine Ahnung. Okay.